Hallöchen Leute und willkommen zurück zur Megacoop-Meisterschaft. Heute geht es, glaube ich, zu der beliebtesten Strecke hier im Fahrerfeld, nämlich nach Aserbaidschan in die schöne Stadt Baku. Und mit dabei heute ist unter anderem der Ray, der Sebastian, der Googie, der Leon auf dem Kommentatorenplatz auf dem ersten, dann der Benny, der Maxi, der Ava auf dem zweiten Kommentatorenplatz, außerdem der Anton, der Markus und meine Wenigkeit. Moin Moin! Hallo. Moin, moin. Guten Moin. Tag. Hallo. Schöne Grüße hier. Ja, und ich habe hier schon vernommen, die meisten hoffen, dass wir heute ein Regenrennen sehen werden. Ich sag mal, natürlich. Ich sag mal, ich bin da zwiegespaltener Meinung, aber lassen wir uns überraschen. Damit am besten niemand ins Ziel kommt. Ja. Ja, es gibt ja eine Wette, ja, die wurde im Vorfeld gemacht, dass die KI-Fahrer heute mehr Punkte einsammeln als die Fahrer. Mal gucken, ob die so eindriften. Da das Fahrerfeld sowieso heute rar gesät ist, wir haben nur 8 Fahrer heute. Also, gucken wir mal. Dementsprechend müsste eigentlich jeder ins Q3 kommen. Wenn wir eigentlich es hinbekommen. Ich wette dagegen. Ich sag mal so, müsste. Ja. Ich hatte hier meinen ersten Qualifying-Fail, nämlich in F1 2016 in der Megacoop. Mhm. Ja, stimmt. Ja, aber das war nur ein Trainingslauf, oder? Hä? Nein, das war offiziell. Aber schon, Das war ohne Schaden, oder? Nee. Doch, ich bin einfach, ich glaube, in der Hamilton-Schikane bin ich rausgeflogen. Genau, dann da stand ich irgendwo in die Wand. Ja, in Q1 bereits, ja. Ja, das mache ich mittlerweile sehr gerne, Klassiker. In Q1 ausscheiden. Ja, genau, Klassiker. Oh, mittlerweile ist es der Klassiker, ja. Ja, das Meme. Ach ja. Ja, so wie bei mir Q3 halt immer scheiße ist, ne? Das ist mittlerweile auch ein Klassiker. Ja, das ist aber besser, dass Q3 scheiße als wie Q1 ist scheiße. Ja, das ist ja, ich wohl wahr. Ich habe einen Tipp, Ray. Wenn du nicht ins Q3 kommst, dann kann das Q3 nicht schlecht werden. Ach du Scheiße, wenn es trocken ist, der Regen. Ja, 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 so eine runde Wolke oder Regen sogar in den Himmel hoch. Ach so ist das. Das ist ganz gefährlich. Leute, holt die Monsunreifen raus. Das ist der sogenannte Streuregen, ja. Monsunreifen. Das ist sehr gefährlich. Holt die Monsunreifen raus, das sind die Heavy Ja, Wets. In Malaysia, glaube ich. Oder in China. Gab's die Reifen wirklich? Was? Ich glaube, zu ganz früheren Zeiten gab's nicht mal Monsunreifen, so in den 70ern oder so. Achso. Die gab's auch noch in den 90ern. Ich habe schon mal was davon gehört und bin ich jetzt drauf gekommen, aber wann das genau war. Das hört sich blöd an, aber ich glaube, es gab es tatsächlich mal. Na super, wann halt ich die Ultra-Wets dann sozusagen. Ah, es gab die Monsunreifen. Das hätte ich fast so im Gedankengang vergessen, Setup drauf zu machen, mit dem Standard-Setup raus. War dann auf den Reifen so ein Skin von Tokyo Hotel? Wahrscheinlich. Oh je. Oh, ich habe jetzt... Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe heute den Status desjenigen, der die schlechten Witze macht, mal weitergegeben an Maxi. Ich hoffe, Sie genießen den Abend und haben Sie eine gute Fahrt. Wo auch immer Sie dabei sind. Apropos, wenn Sie gerade hier dieses Video schauen und diese Ansage hören, dann können Sie auch in die Beschreibung schalten und die Perspektiven der jeweils anderen Piloten verfolgen. Wir freuen uns, Sie bald wiederzusehen. Ihre Deutsche Bahn. Ihre deutsche, wunderbar. Eure Dave Gaming GmbH, was? DGG GmbH. Ja, letztens, GmbH, alles klar. Gut. Letztens hatten Duki und ich eine Assetto Corsa Lobby, wo wir halt Halo mal getestet haben. Und das war halt sehr, sehr lustig, weil die Lobby hieß dann, glaube ich, der Server hieß ABGFDG. Wo ich dann auch meinte, das klingt so ein bisschen wie jemand, der das Alphabet nicht beherrscht. Abgefahren, Dave Gaming. Also ich habe schon mal das erste Wort der Fäkalquote gehört. Scheiße. Hat da jemand eine Kurve verpasst, oder? Ja, ich bin einfach aus der Boxen rausgefahren und einfach mal straight in die Wand rein, weil ich zu spät gebremst habe. Ui. Das ist mir vorhin im Training auch passiert, weil ich irgendwie mit meinen ganzen Motoreinstellungen beschäftigt war. Ja. Ja, Anton, du siehst nicht mehr so schön aus. Man muss aber dazu sagen, Aserbaidschan im Vergleich, wenn man den Vergleich machen darf zu Monaco, weil beides ja Stadtstrecken sind, ist halt schon mal, Monaco ist halt eine etwas langsame, kurvenreiche, engere Strecke, während halt Baku extrem schnell ist, ein bisschen weitläufiger ist und auf, ich zitiere Anton, nach jeder Kurve eine weite Auslaufzone kommt. Also das mit, der Wand berührt, ne, das warst du, oder? Nee. Ich bin ziemlich sicher, dass du das gesagt hast, egal. Auf jeden Fall. Du hast das gesagt. Also ich habe gesagt, dass es hier Auslaufzonen gibt, aber... Ja, genau. Und Anton hat gesagt, bei Fehler Auslaufzone.
Ja, also ich sag mal, Kurve 1, 2, 3 stimmt das definitiv. Kurve ja, 4 danach, auch. Danach wird's. Ja, aber meistens ist ja auch so, du versuchst ja trotzdem die Kurve zu bekommen. Und wenn du dann schon quasi in Richtung Scheitelpunkt unterwegs bist und dann merkst, fuck, es reicht nicht, ich glaube, dann ist nichts mehr mit Auslaufzone. Ja gut, das da gilt. Das nennt der Abiturient antizipieren. Das ist ein schöner Satz aus FIFA. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Perfekt. Da bahnt sich was an. So ein Spruch, nachdem ich nie ein Tor geschossen habe. Ich wäre aber leider nur Fallobst. Also da bahnt sich was an, ist wirklich der schlimmste Satz. Den habe ich, immer als ich den gehört habe, habe ich kein Tor geschossen. Hast du innerlich schon mal direkt versagt? So nein. Ja, da dachte ich schon so, ach, verdammt, würde ich nur kommentieren. Ich würde diesen Satz auch tausendmal verwenden. Oh Gott, Hülkenberg ist jetzt schon schneller als unsere Bestzeit im Training. Echt jetzt? Nein. Echt jetzt? Ja, wirklich wär's ja. Also schneller als meine Bestzeit auf jeden Fall mit Soft. Gott, wenn man in die Schattenbereiche kommt, dann ist es schon recht dunkel erstmal. Ja, deswegen fahre ich mit Nachtsichtgerät. Was mit Scheinwerfer? Also habt ihr nicht die Zusatzscheinwerfer vom Audi S1 drauf? Also ich schon. Ray sieht einfach oben überhaupt nichts, wird da komplett geblendet. Der ist halt weiß, ne? So ein grünliches Weiß. Wäre es halt lustig, wenn ich in der Post-Production wirklich so einen Grünfilter drauflegen würde. Oh, nee, mach ich nicht, ich bin zu faul. Ich glaube, das ist so eins der Qualifyings, wo ich definitiv nicht viele Runden am Stück einfach mal so... Interessant ist auf jeden Fall, dass Dave bei mir nicht seinen Karrierefahrer hat. Ja, habe ich auch nicht. Ich hab doch, einen anderen... du hast deinen Karrierefahrer rechts im Bild, aber der Helm ist nicht der Karrierefahrer. Oh doch, ist es der Karrierehelm? Nee, das ist jetzt ein komplett neuer. Also ich hatte ganz kurz zur Erklärung, weil ich... Helm hast du jetzt auf jeden Fall, ne? Also ich hab, ja, ich habe einen neuen Helm. Das liegt daran, weil ich Benny? Meinen grünen Helm in der Red Bull-Karriere... Darf ich die Runde zu Ende fahren oder bist du auch schnell? Ja, dann rede ich halt nicht. Doch, red weiter. Die anderen interessieren nicht. Okay, cool. ja, auf jeden Fall habe ich ja jetzt den Wechsel zu Red Bull vollzogen, wo der grüne Helm nicht mehr so passt. Und habe dann einfach ein anderes Design genommen und da die Farben angepasst. So, okay. Plot-Twist. Der grüne Helm ist verschwunden. Die Farbeinstellungen sind weg. Und damit der Red Bull-Helm jetzt nicht weg ist, habe ich jetzt einen komplett neuen Fahrer genommen. Ja, und er hat jetzt einen ganz anderen Helm. Das ist halt total blöd, weil ich hätte schon gerne den grünen Helm genommen, der passt perfekt zum Force India. Ja, aber hast du nicht im Let's Play irgendwo am Anfang das mal gezeigt, wie du den Helm erstellt hast, oder hast du es offscreen gemacht? Das weißt du, dass du diese grünen Einstellungen wieder bekommst, sozusagen? Ach so, das habe ich wahrscheinlich offscreen gemacht. Ja gut, da ist es jetzt nicht so schwer, den grünen Helm wiederzukriegen, aber da habe ich mir jetzt einfach gedacht, auf die Schnelle, Das war ja schon ein besonderes Grün. Das ist nicht einfach so grün-grün, das ist halt grün. Ich muss aber sagen, grün ist wirklich eine schwierige Farbe. Ich finde, also wenn ich irgendwie ein Design für Need for Speed oder Forza erstelle oder so und du willst irgendwas mit grün machen, das ist echt eine super schwierige Farbe, weil... Grün ist viele Farbtöne insgesamt. Ja, nee, weil entweder wird es zu dunkel oder wird es zu hell oder zu grell oder wie auch immer. Da kommt es immer darauf an, wie du es haben möchtest, aber du kriegst es kaum so hin, wie du es brauchst. Also ich finde, das ist echt ein schwieriger Farbton. So aus der Sicht eines Farbgestalters. Ja. Blöd ist nur dann, wenn du eine Grün-Rot-Schwäche hast, weil dann ist scheißegal. Das wollte ich gerade sagen, aus der Sicht eines Farbblinden. Grün hat halt auch... Vielleicht bin ich wirklich grün erblindet, deswegen tue ich mich so schwer. Ja, grün hat halt... Das immer sind noch bei diesen Blättern nicht rot? Ist das Grün irgendwie immer so... Blass? Ja, so blass, beziehungsweise... Ich weiß nicht, wie ein Farbblinder sieht, vielleicht auch einfach nur grau. Ich weiß es nicht. Ja, also wenn es ein Farbenblinder ist, wird er es wahrscheinlich relativ grau sehen, aber wenn es eine Rot-Grün-Schwäche ist, dann kann er die beiden Farben halt nicht unterscheiden. Was ich mir ja auch schon oft gedacht habe, eben was das Thema Farben angeht, wer weiß, ob überhaupt das Blau bei dir das die gleiche Farbe ist wie bei mir, weil vielleicht wurde dir einfach gesagt, das ist Blau, aber vielleicht ist mein Rot bei dir Blau und mein Blau bei dir Grün. Das macht keinen Farbception. Den Gedankengang habe ich aber auch schon ein paar Mal. Ja, das ist, weil ihr bei Physik bezüglich der Wellenlängen nicht ganz aufgepasst habt. Ja, aber sorry, ist halt so. Also blaues Licht, rotes Licht, die haben halt unterschiedliche Frequenzen. Ja, das schon, aber ich meine jetzt rein nur, wenn ich jetzt auf den Reifen hier schaue, das Rot. Vielleicht sieht das ja jemand anders aus. Um das einfach mal zu beantworten,
Bist du deppert? Ich glaube tatsächlich schon, dass sie damit anders sind. Aber halt nur in kleinen Nuancen. Ja, heißt, ja, Nuancen. Das Dunkelrot. Ja, klar, aber. Ist zum Beispiel für das Gehirn bisschen ja irgendwie. Das gibt ja auch kommt halt drauf an, welchen Instagram-Filter man halt im Hirn. Genau. Ja, ich hab verstanden. Ja, Gott hat den damals beim Erstellen des Menschen so mit eingerechnet, den Instagram-Filter. Ich hab jetzt schon Schiss vor der Burgpassage. Also echt, subjektive. Ich find die so geil. Das ist ja geilste Passage überhaupt, der Rest ist nämlich Schrott. Subjektive Rezeption ist sicher da, aber ich glaube, es wird halt schwer, gelb als rot zu identifizieren oder so. Oh, Markus. Ja, was macht der hier? Können wir ja, bitte alle in die Box fahren? Ich will eigentlich mal eine freie Strecke jetzt haben. Ich warte schon die ganze Zeit. Ah, jetzt grün endlich. Naja. Erstmal hier. Aber um nochmal auf Race-Beitrag einzugehen, ich finde auch grün, es ist ja natürlich immer sehr subjektiv, was Farben angeht, aber meiner Meinung nach ist es bei grün halt schwierig, weil ob du jetzt einen roten Farbton hast oder einen blauen, ich finde, die sehen halt irgendwie alle immer recht geil aus. Also so ein etwas helleres Blau sieht geil aus, ein dunkleres auch. Bei grün kannst du sehr, sehr leicht in so ein Olivgrün oder so gehen oder sowas oder so. Also ganz komische Grüntöne, die halt sehr komisch aussehen. Da fand ich meinen Karrierehelm besonders schön. So ein schönes Apfelgrün. Gemischt mit so einem giftiger Apfel. Mit so einem Textmarkergrün. Ich weiß nicht, wie das heißt. Neongrün. Neon, genau. Neon. Ja, ich taufe das Grün auf Jonathan Apfelgrün. Ah, ja. Du hast es doch an Max hier. Ah, Jonathan Apfelgrün. Ja. Jawohl. Wie viele YouTuber kriegen wir noch ein? Was für ein Abfall? Markus, fährst du die Runde rein, oder? Ja. Dann mach mal bitte so langsam, lass mich dann direkt vorbei, bevor ich da jetzt nachher zusammenzuck, weil du in die Box abbiegst. Okay, ich lass dich hier gleich vorbei, ne? Ja, am besten bei der Bergpassage, da ist viel Platz. Okay, kriegen wir hin. Einfach, Leute. In der Karriere habe ich das mit Hamilton auch praktiziert. Ja, das lief gut. Er zieht's halt wirklich durch, ja. Der war gut, Markus. Ja, ich hab's auch am Screen. Sieht cool aus der Außenperspektive, wie da so dieser Williams steht. Ja. Da einfach so dran vorbeifährt. Man könnte meinen, dass Stroll... Ach, der fährt ja immer noch. Oh mein Gott. Ah ja, was wir noch nicht gesagt haben, Duki und Viper melden sich heute nicht zum Dienst, sind terminlich leider ausgefallen. Ja, die haben mitgekriegt, Aserbaidschan haben direkt gequittet. Die müssen noch Präsenzdienst in der Kaserne leisten. Also Viper meinte gestern zu mir, ist ja jetzt nicht schlimm, wenn ich heute nicht da bin bei der Strecke. Kann ich irgendwie auch... Glaubst du jetzt so gut, dass Duki tatsächlich auch... Weil Aserbaidschan gibt's in so ein... Deutsch. In anderen Rennspielen gibt es da Aserbaidschan auch so. Ist ja noch nicht wirklich lange. Aserbaidschan gibt es nur in der Formel 1. Ja. Deswegen. Das ist ein Stadtkurs, der wird extra für die Formel 1 aufgebaut und danach wieder abgebaut. Ja, aber irgendein Rahmenprogramm fährt doch hier sicherlich auch. Ja, bei die GB2. Das tut sich sonst keiner an. Was, der Porsche Cup passt durch die Festungspassage? Ich will nicht wissen, wie viele Leute da Seite an Seite da durchfahren wollten. Puff, puff. Oh, warte, da ist eine Lücke, da steche ich mal gerade rein. Schöne Verstopfung. Ach ja. Und, Maldonado fährt doch jetzt wieder in der WEC mit, hab ich gehört. Habt ihr seinen Helm gesehen? Der sieht halt wirklich so ein bisschen Mad Max-Style aus. Mad Max. Sofort im Kino. Max Mel. Ah, so lang. Maldonado an sich wirkt aber in Interviews immer richtig nett. Der ist sau cool eigentlich. Ich finde den Typen sympathisch. Dave? Der ist bitte? Voll der lustige Typ. Kannst du gerade nochmal einen schlechten Witz schreiben? Schlechten Witz? Er ist immerhin der letzte Williams-Flieger. Das muss man halt auch vor Augen halten. Ja. An den Typen, der meine Daunenjacke geklaut hat. Du kannst dich warm anziehen. Den hatten wir schon, Dave. Ja, aber... Hatten wir letztes Mal schon. Maxi wollte auch... Na was denn? Ich bin heute mal nicht darauf gepolt, schlechte Witze zu machen. Willst du vielleicht einen guten Witz hören, Maxi? Ach, bitte sag gar nichts. Rollt eine Kugel um die Ecke, fliegt sie um. Der war gut. Nein. Kommt eine Frau zu. Okay, ich höre jetzt auf mit den Witzen. Ich höre auf mit den Witzen. Kommt eine Frau beim Frauenarzt. Ich höre jetzt auf mit den Witzen. Okay, die Zeit reicht, glaube ich, oder? Ja, 5 Minuten. Definitiv. Achso, okay. Was bist du gefahren? Ich
wollte ein bisschen 43,3. Wollte ein bisschen zu viel in einer Kurve. Oh, Dave in Highspeed unterwegs hier. Ja, also ich wollte ein bisschen zu viel in einer Kurve. Weil ich fahre heute die Okay, gut, dann fahre ich noch eine Runde. Ich habe ja leider nicht. Okay. Muss jetzt leider sagen, ich habe ja leider nicht trainiert, aber trotzdem fahre ich die Taktik weniger ist mehr, weil ich habe jetzt echt keinen Bock, jetzt nicht ein paar Runden zu drehen und gegen die Wand zu knallen. Ja, machen wir doch alle so, oder? Ja. Ja, gut, ich habe eine Runde und rein und ich habe verlegt. Ich bin wahrscheinlich der einzige Depp, der gesagt hat: Oh ja, heute fahre ich aber nicht viel und fahre trotzdem irgendwie 5 Runden oder so. Wie viele Gezeiten habe ich denn schon jetzt? Schon bei 4. Ah ja, ja gut, das war gerade die 5. Runde. Wer hat die schnellste Zeit? Anton? Ja, ja 42,8. Mal. Und wer die zweite? Markus? Sebastian. Ich bin auf 13. Und dann okay. Oh, Markus auf 13, deine Glückszahl. So ein Arsch. Oh, da fahre ich gerade in die Luft. Alonso war der schnellste in Sektor 3. Alonso? Ja, klar. GP2 Engine. Das Spiel ist kaputt. Ich hoffe, der lange. GP2. Das Spiel ist kaputt. 24,4. Gugi, ich war schneller. Bei mir die 3. Runde. Ach so, okay. Ich war 3 Zehntel schneller als Anton im letzten Sektor. Anton, warst du 11? Du warst 1 Zehntel längsamer. 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 Also bei mir ist Alonso eine 24,480 gefahren. 24. Ja. Achso, halt, ja. Ja, und ich bin eine 24,386 gefahren. Hey, also, aber hier steht eine 481. Ja, das ist für die 4. Runde, aber guck doch auch die 3. Runde. Da muss ich erstmal deinen Namen anklicken. Ja, aber die 4. Runde, die war ja deine schnellste. Nee, da geht nichts. Warte mal. Na, egal jetzt. Ja. Naja, sagen wir einfach mal, Alonso ist der schnellste. Ich war eine Tausendstel langsamer, was soll das denn? Karma. Verdient. Alter, Stoffel von Dorn auch in den Top 10. Was ist mit McLaren los? Hey, mein Teammate ist vor Markus. Ja, dein Teammate hat mich auch wunderbar aufgehalten. Und dabei fährt Viper nicht mal. Stimmt. Honestly. What are we doing? What are you doing here? Blue Flag. Just chilling with my coffee. Na gut, aber lassen wir mal Markus sich konzentrieren. Oder bist du noch nicht auf der schnellen? Doch, er ist schon auf der Runde. Benny muss sich konzentrieren. Und Markus. Ich muss mich auch konzentrieren, dass ich hier in die Boxengasse richtig, in die Boxending richtig reingerollt werde. Ich finde den Benny nicht, also. Nein. Markus. Vielleicht repariert sich dein Frontflügel auch. Entspann dich und fahr weiter. Nächstes Mal mute ich mich einfach, wirklich. Ja, Markus ist eh safe durch, denke ich. Bin 13. Nee, warum? 13 ruhig, Markus. Alles ruhig. Und jetzt crasht er da, wo ich vorhin gecrasht. Nee, doch. Okay, Benny ist aber auch safe durch, glaube ich. Glaube auch, ja. Jetzt sieht der Frontflügel wieder heil aus. Ja. Ja. Hä? Das Alter, was ist das? Ist halt echt repariert. Ich fahr noch eine Runde. Oh, Benny, hast du gerade die Wand berührt? Ja. Also eigentlich muss man da nur geradeaus fahren. Ja, Kurvenausgang, leichter Arsch. Also ich frag mich, ob das im Rennen genauso ist. Ja, besser ist, jeder an einem Rennrohr halt aufpassen. Einen Gratisflügel, weißt du? Das sind wahrscheinlich die neuen Regeln, weil so viele Boxenstopp-Unfälle passiert sind. Jetzt werden die Flügel on the fly verändert. Ja, 2019 ist das auch so, dann in der Formel 1 zu machen, die das auch selbst reparieren, den Frontflügel. Ja, es sind 3D-Drucker an Bord. Ja, easy. Gucken wir jetzt einfach mal meine McLaren-Qualifying-Runde an in der 3. Saison, weil die war gut. Als Selbstmotivation oder was? Nee, damit ich überhaupt mal lerne, wie ich die Strecke überhaupt gefahren bin. Ich habe keine Ahnung, wie ich da gefahren bin. Das war aber sehr gut rückwärts damals. Rückwärts würde ich dir empfehlen. Aha. Wenn du ein Renault fährst, kann das sogar auch hilfreich sein, weil es ist ein Franzosenmotor, die Rückwärtsgänge sind sehr gut. Aber probier's mal rückwärts zu fahren im Vorwärtsgang. Aber Leute, mal als kurz off-topic, würdet ihr eure Freundin für einen Ferrari eintauschen? Ja, ich weiß, wenn ich den habe, ja. Welche Farbe? Brünett, Markus. Nee, die Frage kommt deswegen auf, weil ich habe gestern auf Facebook ein Video gesehen, da stand einer mit einem weißen Ferrari und da ging dann an so Bärchen ran und meinte so, ja, willst du tauschen deine Freundin gegen den Ferrari? Und 7 von 10 Männern haben sich für einen Ferrari entschieden. Ja, aber auch für ein Video, weißt du? Ja. Social Experiment. Also,
also drei von den Frauen waren richtig angepisst danach. Ich sag mal so. Nur drei. Bei McLaren bin ich hier, glaube ich, eine 41er Zeit sogar gefahren. Oh, hey. Ich habe Black Screen. Black Screen. Was bist du gefahren mit McLaren? Eine 41er Zeit, glaube ich. Ja, ja, so viel zum Thema, ich bin safe durch. Ich bin aktuell 15. Oh. Oha. Safe, aber jetzt kommt die gute Zeit hoffentlich und ja, ja, ach, ja. Safe durch. Es sind gute Zeiten. Gute also Zeiten. Danke an den Magier, der meinen Frontflügel auf der Strecke repariert hat. Ja, kein Problem. Mann, jetzt ist mein Teammate hinter dir. Ja, der und fliegt wir sparen raus. Wieder Zeit. Ne, Dominus Raimundus, ne? Doch, der fliegt raus. Nee. Ja, oh, aber in der dritten Saison ist die KI bei mir eine 40-2 gefahren. Ah, los, ist los. Oh. Vettel ist doch wieder vor dir, Marc. Ja, ich sehe es. Kotzen. Und Alonso auch. Aber Stroll verkackt, wo ich nur so erwähnt habe. Ja. Also, oh, oh, ich bin Benny 10. muss zittern. Benny muss zittern jetzt. Nee, das geht sich schon aus. Oder? Nee, Palmer haut jetzt seinen Skill raus. Ja. Ja gut, sag mal so, wenn Vettel eine 44-1 fahren kann, dann kann das ein Hamilton allemal also, hier. Ja, aber so außer Marco, Hamilton nee. Sehe ich da keine Gefahr mehr. Ey! Doch, Ricardo. Ja, mit Sicherheit. Markus, Alter, ich werde mir Gedanken machen. Hülkenberg, das dann eventuell. Benni? Sag mal. Guck mal die Zeit zwischen dir und Palmer. Mit 42-1 bin ich in der Karriere gefahren in der dritten Saison. Aber das Auto ist auch echt mies. Alter, Benni. Ah, Benni. Er hat's geschafft, er hat's geschafft. Jawohl! Oh, Benni, guck dir mal die Zeit zwischen dir und Palmer an. Das sind 8000. Brutal ist was ist denn mit den Red Bull los? Ach stimmt, Powerstrecke. Deswegen ist Alonso bester KI-Fahrer. Nee, ja. Ist er nee, Vettel. Nee, ist er gar nicht. Vettel ist es. Ja, also, sag mal so, ne? Bahrain war auch eine Powerstrecke. Man kennt ihn. Ja, war es anscheinend mal, ja. Habt ihr das mitbekommen? In der letzten Runde hat es ja Alonso extra zurückfallen lassen, um keine Runde mehr fahren zu müssen. Und die Gerüchte sagen, dass er überhaupt keinen Sprit mehr an Bord hatte. Ich glaube eher das Erstere. Dass er keinen mehr Bock mehr hatte auf den Scheiß. Oder so, ja. Ja, so, Dorn. Dorn. Ja, oh, was? Er kriegt hier noch eine Strafe, oder was? 0%, Crit, 0% ja. Sag ich schon. Ja, weil der Markus gerade kaputt gefahren ist und Markus hat sich wieder selbst repariert. 0% Crit-Strafe. Wenn du nichts mehr reißen kannst vor dir, warum nicht überrunden lassen, kannst du dir eine Runde sparen und Motor schonen. Ja, gerade in der Saison ist super wichtig. Man sagt halt, er hat wirklich keinen Sprit mehr gehabt, weil er im letzten Stint unglaublich schnell unterwegs gewesen sein soll. Ja, er hat halt die ganze Zeit versucht, zu Hülkenberg aufzuholen. Der kam auch, glaube ich, von 3 Sekunden ran auf 1,6 Sekunden oder 1,7 Sekunden. Und dann, ja, hat der McLaren anscheinend nicht mehr lange dieses Tempo mitgehen wollen. Ja, bei McLaren frage ich mich generell, die haben vorprognostiziert, sie haben das beste Chassis. Und das, davon sieht man nicht viel. Die haben halt im Rennen viel Glück gefühlt. Ja, man muss aber auch sagen, das Auto ist im Rennen auch deutlich besser als im Qualifying. Ja, aber trotzdem sind sie das langsamste Auto auch auf der Strecke im Rennen. Hat es jetzt gereicht für Benny? Ja. Ja. Maßarbeit. Ach, Mann. Deutsche Maßarbeit. Benny, Kopf hoch, wird schon. Hey, warum jetzt wird ja wieder alles von... Jetzt fängt es ja wieder von null an. Konzentrationsfrage hier gerade. Das heißt, ja, Dave kann immer noch einen Dave machen. Nicht von der Freundin ablenken lassen beim Fahren. Von Ray, lass es bitte. Ich hab ja jetzt einen Ferrari, dann, Googie. Hast du gehört, Dave? Du sollst mich nicht ablenken. Ja, sorry. Mann, Dave. Dave, bist du mir ernsthaft fremd? Ernsthaft mit Benny? Ja, gar nicht. Wie? Auch noch mit Googie? Ich glaub, Dave hat mit allem von uns was. Ah, ja. Oh ja, Mann. Okay. Aber mit Dave, das ja, das mit dem, Existenz. Ja, sexy Dave, da will man halt auch. Hm. Der Schnuggi-Putz. Was hast du gesagt, Markus? Nix. Aha. Boah, ich weiß überhaupt nicht, wie viel Kilo muss man da mitnehmen, dass man da eine Runde fahren kann. 3,5 würde ich mal sagen auf der Strecke. 300? Sicher, du verballerst doch irgendwie bestimmt zwei Runden oder sowas auf Max hier, oder? Exakt. Oh, ich kann mein Setup theoretisch umstellen, wie ich mag. Ich nehme mal so viel mit, komm. Echt? Kannst du wieder alles umstellen? Ist ja scheiße. Jo, ich lasse aber alles so, wie es ist. Als Bestrafung fährt Dave mit Haarschaltung. Oh ja, das wäre geil. Mit Haarschaltung? Alter, das wäre doch mal richtig allerdings geil. Halt auch so richtig oldschool. Ja, vor allem, weil das Problem ist, Haarschaltung hast du halt nur in der Regel nur 6 Gänge und... Da beim TH hier 8-0 oder wie der heißt von Trustmaster hast du? 8. 7. Nee, der Ding hat 8.
Ja, echt? Du hast halt 7 plus einen Rückwärtsgang. Ja, den kannst du umprogrammieren, braucht man nicht. Ja. Okay, geil. Mhm. Ja, dann kannst du es ja machen, Dave. Hast ja, genau. Nimmst einen Motorausgang, kommst du nicht mehr raus. Dann RIP Dave, ne? Ja. Ja, was? Voll einlenken, voll aufs Gas, einmal drehen, alles easy. Ne? Oder man nutzt es einfach als sequenzielles Getriebe. Ja, das ist ja langweilig. Ja. Aber das ist doch mal richtig geil, oder? Das ist ja voll 1990 mit dem sequenziellen Getriebe. Ja. Ja, Haarschaltung, ja, das ist noch richtig 1980, ja? Tut mir leid, ich bin heute nicht für die guten Gags zuständig. Ich bin heute der sehr Ernste. Sorry. Schade. Stille. Also bei Dave ist einfach so, er muss nur aufs Klo und wenn er zu viel lachen muss, dann geht dann alles wenn in die Hose. Wenn der Stift drückt, dann ja, der Stift halt. Ja, was? Hallo, ich bin Rennfahrer, ich mache auch so einfach in die Hose, auch im Auto. Das stimmt, Lukas Lur-like. Ja. Vor allem, dann hast du wenigstens mal im Formel 1 Auto eine Sitzheizung. Oh ja, Gott. Allem, wow. Du hast halt wirklich ein persönlicher Schadenssitz während dem Rennen geredet, ne? Weil das trocknet bestimmt aus und bist du. Oh Gott, das passt sich ganz schön an. Ja. In Millionen Jahren wird man zurückschauen und sagen, oh, diese Kalkkruste aus der modernen Renaissance. Aus der modernen Renaissance. Sie wurde durch dieses Pinkelmanöver eingeleitet. Oh Gott, ich muss die ganze KI vorbeilassen. Schade. Auf geht's, Ricky. Naja. Leider geil. Jawohl, bester KI-Fahrer und Teamkollege von hier, Maxi. Was mit Vettel? Ja, der ist vorbeigefahren. Ja, das ist ja gut, ne? Schneller wie du, dann ist gut. Ja, der war schneller als ich. Okay. Sonst wäre er nicht vorbeigefahren, glaube ich. Guck die erste Kurve, ein bisschen früher bremsen dafür, dann früher wieder ins Gas. Macht bestimmt 2-3 Zehntel aus. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Fängt draußen wieder an zu regnen, ne? Dann klappt man gleich wieder. Naja, hier ist eigentlich schönes Wetter in Baku. Verdammt, das NRW bei uns ist gestern auch. Ja, aber Gugi, weil du es vorhin meintest, alles ausgefallen. In der Formel 1 hast du aber auch automatisch eine Sitzheizung, weil da halt direkt so 1000 PS Motor in deinem Rücken sitzt. Sind es wirklich 1000 PS? Auch nur am Quali, oder? Ja, ja, nur im Quali. Ja, also auf hoher Leistung. Ich bin mir sicher, Mercedes ruft das manchmal auch gerne im Rennen ab. Ja, kurz halt mal. Aber das ist ja, ja. Oder an Verstappen ruft es auch ganz gern mal im Qualifying ab, wenn das nicht braucht. So geil, wo ich das gehört habe, dachte ich nur so, ja, das ist halt moderne Formel 1, ey. So, was macht dieser Knopf eigentlich? Oh! 200 extra PS. Puh! Schleudersitz! Hat mich ein bisschen daran erinnert an Spa 2017, als Alonso das Auto vergessen hat, wo er ist. Stimmt. Und dann falsche, beziehungsweise gar kein Power mehr gegeben hat, weil das Auto nicht mehr geschnallt hat, an welcher Stelle der Strecke er sich befunden hat und dann irgendwelche falschen Sachen geboostet hat. Oh Gott, ey, Streckenprofile. Ja, für die Leute, die nicht genau wissen, was los ist, er ist halt Puhon eine sehr schnelle Linkskurve voll gefahren und das Auto kam damit nicht klar, dass er diese Kurve voll gefahren ist und hatte keine Ahnung, wo man sich auf der Strecke gerade befindet. Er hat quasi das Ding kaputt gehauen, ja, so. Moment, das kann ja da nicht stimmen. Normal muss man da vom Gas. Ja, GPS-Daten sind überbewertet. Ja, ja. Die können ja fehlerhaft sein. Ich finde es halt krass, was man anhand der GPS-Daten mittlerweile alles ablesen kann. Dass Toto Wolff meinte, oh jo, die haben ein bisschen Sprit gespart bei Ferrari, die haben Lift and Coast gemacht. Ja, woher wissen sie das? Ja, wir haben die GPS-Daten überprüft. Alles klar. Ja, das ist so krass. Ich meine, du siehst ja, wie viel in der Boxengasse, also den Räumen dahinter, da sitzen 20 Leute pro Auto an Rechnern und werten Daten aus die ganze Zeit. Ich meine, das ist eigentlich echt mehr noch Rechenschieberei, was da passiert. Das ist der Hammer. Das ist mein Job ab nächste Woche. Toll. Daten auswerten. Wow. Schulisches Praktikum. Aber sicher nicht beim Formel 1 Team. Ja, wäre schön. Nee. Ob ja, ich doch das so auf Korb, 450 oder? Euro Basis, ne? Bisschen Zahlenschieben. Das kann der Leon. Tatsächlich werde ich nicht entlohnt dafür, weil es ein schulisches Praktikum ist. Schade. Zwei Wochen für Lau arbeiten, tolle Sache.
Ja. Nach Praktikum, ja, dann kriegst du gar nichts. Ne? Jetzt weißt du, wie es sich als YouTuber anfühlt. Ja, meine Videos werden sowieso nicht monetarisiert, dementsprechend weiß ich genau, wie das anfühlt. Hat niemand gesehen? Nee, hat tatsächlich niemand gesehen. Warst du wieder ein bisschen zu schnell, Markus? Nö. Markus ist immer schnell. Ach, dein Frontflügel hat sich wieder repariert, by the way. Oh, wenn Gubi reinfällt, dann muss ich aber ganz schnell raus. Ja, die haben so vom Kommandostand einfach einen rübergeworfen, ne? Ja, einfach so drin. Ich glaube, das geht sich jetzt nicht aus. Ja, jetzt halt was gesagt. Ich dachte, du fährst noch eine Runde. Ach, Krampf. Fahrt jetzt alles soft, oder was? Krampf. Ja, was? Ja, ich fahr soft Medium bei dem Rennen. Oh, hier sieht man wieder die Leute, die eine andere Koop am Laufen haben eine andere Strategie. Eine andere Strecke. Was, Cookie startet wieder auf Inters? Einfach die ja, aber wir haben gehört, wenn es zum Regnen kommt, sind Inters schneller. Deswegen kann man jetzt schon mal vorsorgen. Also wenn die Strecke abtrocknet. Ich fahre ja im Endeffekt jetzt meine Quali-Zeit auch nochmal mit Inters nach. Beziehungsweise ich fake das Ganze, dass ich mit Inters gefahren wäre, weil dann habe ich frische Reifen für den Rennstart. Du bist ja Kapsule. Ich wette, Charlie durchblickt das nicht. Ich bin ganz wie Fündli. Oh, hier, Sebastian, bist du mit Marga gefahren? Nö. Oh. Oh. Du? Ja, natürlich, ne? Kennst mich doch. Nein, warst du auch so ich langsam? Ich bin überrascht, dass ich mit meiner Lage überhaupt gerade erst bin. Ich dachte, nach Q1, dass es hier knapper wird. Markus, du musst immer schlecht sein. Die muss einfach. Du mich auch, Leon, weißt du? Kein Problem. Dave, glaub, ist du mal 200 Speed? Wochen und so eine dämliche Erkältung. Ja, mit dir. Ich. Das ist doch das. Zum Kotzen, sowas. Das ist scheiße. Bitte nicht stören, ich bin auf einer gezeiteten. Ich kann die Erkältung so gut gehen, dann ist die Winter, also von dem her. Kannst halt nichts machen. Nichts so gefühlt im Bett. Was? Nichts mitbekommen. Ich auch nicht. Bitte nicht. Dave, erkläre deinen Witz, bitte. Ja, der Maxi hat gerade irgendwas sagen wollen, ich so, bitte nicht stören, ich bin auf der gezeiteten. Mit 75 Sekunden Rückstand. Also jetzt gerade schon. Sektor eine 95.595. Nice. Ja, das war richtig, alles gewollt, also. Richtig nice. Ach, Anton mit Ferrari Sandbanking. Vorried Kim. Nee, Anton hat einen ziemlichen Fehler gemacht in Kurve 1. Fährst du rein, Dave, oder was machst du da vorne? Ich mach dir Platz. Okay. Einfach mal nach rechts. Die Karte habe ich schon im Bild. Im Blick. Ja, ich weiß nicht, ob du halt einfach irgendwie Abstand gelassen hast oder so. Zu wem? Fährt denn wer? Kann man zugucken? So, Benny. Ah, Dave. Das, glaube ich, auch noch fährt, könnte man so bezeichnen. Technisch gesehen schon. Bisschen Sightseeing, ne? Hast schon gezählt, wie viele Boutiques in Baku sind? Drei. Selber drei. Ist die Mehrzahl nicht Boutiquen? Ja, war ich auch gerade so gedacht. So. Boutiquen. Boutiques. Boutiques. Voila. Boutiques. Für die nächste Runde, Dave, zählen wir bitte die Zuschauer. Und die Kameras, die sie haben. Ja. Da müssen alles Japanesen sein. Die alles Japsen. Das verbitte ich mir, mein Lieber. Die sind ziemlich verwirrend, weil ja diese gestrichelte Linie auch so ziemlich fett ist. Die sind immer unterwegs mit Kameras. Die Bezeichnung Japsen verbitte ich mir, mein Lieber. So. Asiaten. Da haben wir unsere sehr schnelle Zeit auch mal. Jetzt gucken wir dem Gugi zu mit Supersoft-Reifen. Oh, eine. Machen unnötig Drama, damit er nervös wird. Eine. Die Zeit wird heftig. Ja, 2:37. Boah, Wahnsinn. By the way, ich habe nichts gegen Chinesen. Ich esse da sehr gerne. Mag das Volk an sich auch. Echt schon immer. Da ist Hulkenberg rausgezogen oder so. Hulkenberg. Ei. Ich find's faszinierend, dass mein Teamkollege momentan Sechster ist. Gewagt. Könnte so Race-These doch eintreten. Du hättest noch einen Versuch, Googie. Wenn du dich beeilst. Hast du Sprit dabei? Du musst dich nicht mal beeilen, Googie. Wenn du genug Sprit dabei hast, musst du dich nicht mal beeilen. Schon jetzt am liebsten die Reifen, weil wenn du weiterkommst, dann werden das die Reifen sein, mit denen du im Rennen startest. Ich glaube, er ist gemutet, oder? Nein. Oh, Stoffi Van Dorni ist behind you. Oh, hier. Sind hier irgendwelche Fußballinteressierten? Nein. Einigermaßen? Nee. Alles klar. Wieso?
Hat Juventus Turin noch ein Tor geschossen? Ja, die führen 2-0. Krass. Reicht es, dass sie weiterkommen? Real Madrid in Madrid. Reicht es, dass sie weiterkommen? Aktuell steht 3-2 für Madrid Steht Buffon im Tor? Ha? Spielt Buffon noch? Ja, ich spielt glaub schon, ja. Cool, ja, dann bin ich für Turin. Die Roma hat ja sensationell gestern gewonnen. Wer? AS Rom hat 3-0 gegen Barcelona gewonnen und jetzt haben wir rausgekickt. Ihr wisst schon, wenn die Folge rauskommt, ist es alter Brei. Ja, deswegen erzähl das der Ray. So, toi 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 Gugi, toi 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 auch Benny. Genau, ein bisschen Silenzio für die beiden. Toi 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 Ray. Nee. Ich fahr nicht mehr. Doch. Ja. Bottas, ey, du dummer Mensch. Geht da wieder ab. Meine Güte. Ja, Bottas macht irgendwie Kacke, ey. Kennt sich der Ray mit aus. Doch, wir halten die Klappe. Nö. Oh. Keine Sorge, Gugi, auf der letzten Geraden wird er dir noch was bringen. Was steht? Das ist jetzt nicht wirklich passiert gerade, oder? Ich hab mir auch gerade so gedacht. Er hat das Bottas rausgeschossen. Nee, er hat mich rausgeschossen. Ja, okay, das war. Ja, wow, Alter. Das könnte dann nochmal eine Runde fahren. Reifen noch mehr kaputt fahren. Hammerhart. Zurückfahren. Boxen ganz auf hinten wieder hoch. Jawohl, das sollte aber reichen für Boogie, oder? Ja, ich glaube auch. Und? GG! Yes! Sehr schön. So, jetzt Benny die Daumen drücken. Wow, was hast du gemacht, Ray? Hab gar nicht zugeguckt. Ich wollte in die Box fahren und Bottas anscheinend auch, keine Ahnung, ist voller Kanüle mir hinten reingeknallt. Und dementsprechend konnte ich nicht die Box fahren, jetzt muss ich nochmal eine Inlap fahren und nochmal mehr die Reifen kaputt machen. Jo Leute, noch eine halbe Minute bitte. Nice. Ja. Noch wer? Man sich nicht. Boah, 5000stel hinter Vettel. Benni, welche Zeit bist du gefahren? Echt? 43,9. 1,43,9, ja. Sollte passen, oder? Jawohl. Oh, Black Screen for the win. Ach, Mist. Also, Fernando ist in die Box gegangen, das ist gut. Ich hasse diesen Kurs einfach. Ich habe mich so gefreut, als ich gehört habe, dass es Parkour ist. Ich finde es jetzt auch gar nicht mal so schlecht. Ist mir lieber wie Singapur, wenn ich ehrlich bin. Oder auch ins. Also, du weißt natürlich auch in Hamilton. Alter! Glück gehabt. Ja. Ja, aber da bist du auf jeden Fall weiter. Dann ist safe, ja. Jetzt ist safe. Bottas ist er weiß nicht. Irgendwie, ich finde Singapur bin ich zumindest so lange schon gefahren in Formel 1 Spielen, dass ich halt da eine gewisse Sicherheit gewonnen habe. Baku
da habe ich jetzt nicht ganz die Sicherheit zu sagen, okay, ich fahre jetzt irgendwie komplett ans Limit. Q1 und Q2 waren halt jetzt einfach nur komplett Schongang. Naja, mal gucken, ob es wirklich mal deutlich nach vorne geht. Ich weiß, was Dave meint, bei mir ist es nicht anders. Jetzt mal ohne Flachs, was könnt ihr in Q3 fahren? Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. In 41, ich hab kein bisschen geübt für heute. Also ich sag mal so, wenn du Kurve 1 schon versemmelst, ob jetzt beim Reinbremsen, beim Rausbeschleunigen oder wo auch immer, bist du direkt schon 2-3 Zehntel hinten dran. Insofern kann man, glaube ich, nicht behaupten. Ich habe Kurve 1 verbremst. Ich habe im Sektor 1 eine Sekunde auf alle anderen verloren. Ja. Nur Kurve 1, eine Sekunde. Die ersten beiden Kurven machen extrem viel aus, das stimmt schon, ja. Ja, insofern... Nehmt ihr eigentlich die Curbs mit oder versucht ihr davon fernzubleiben? Ich nehme alle voll mit. In der ersten Kurve nehme ich den mit, im zweiten... Nein. In der ersten Kurve nehme ich den, glaube ich, mit, wobei es ist auch kein Muss. In der zweiten Kurve berühre ich den nur. Es kommt schon drauf an, wie viel Platz ich noch im Kofferraum habe. Wenn die mich jetzt wieder rein, abschießen, dann kriege ich aber das Kotzen, ne? Na, aber GG, alle weitergekommen, sehr schön. Ja, Heuchler. Und die beiden WM-Rivalen. Das reicht nicht bei mir. Die beiden WM-Rivalen sind auch weiter. Vor allem, ich hatte ja zweimal das Glück, dass genau, als ich durch Kurve 1 gefahren bin, eine KI rauskam. Beide Male. Ja. Puh. Ich hab's tatsächlich geschafft, eine Runde keinen Prozent auf die Reihe zu kriegen. Ja, beim Zurückschieben in die Box kriegst du 5% drauf. Arschlecken, ey. Da war so brutal bei. Kann mal ganz schnell gehen, Alter. Bitte nicht stören, ich bin auf einer gezeiteten. Ich laber eine Scheiße zusammen. Und ich sag auch noch vorher, Dave, du bist auf einer schnellen Runde, ne? Ja. Übrigens, für die Leute, die sich wundern, was das für eine Flagge bei mir ist, das ist die taiwanesische Flagge. Keine Ahnung warum, aber anscheinend hatte ich Lust, mir einen Fahrer zu erstellen, der aus Taiwan kommt. Das müsste auch mehrere Monate schon her sein. Ich fand die Flagge halt cool, mal was anderes. Lowang macht euch sie sauer. Lowang macht euch sie sauer. Buster Vettel hat plus 1,38, ist ja dann gar nicht. Klang so ein bisschen, als würdest du das Asiatische weitertreiben. Sebastian Vettel? Macht doch so süß, aber. So, wer das nicht kennt, das ist aus dem Alt-F4 Games Review. Ich glaube Shadow Warrior irgendwas Review. Na egal. Es regnet? Ah, ne, doch nicht, schade. Es schneit. Oh. Soll es eigentlich im Rennen regnen? Hoffentlich nicht. So. War schön. Jetzt pure Concentration. Jungs, im Regen. Ich kann auch mal Setup ändern. Dave, soll ich wieder vorausfahren? Gute Idee, ja, mach mal bitte. Ah. Oh Gott. Mir ist gerade was aufgefallen, das hat sich wieder auf Standard-Setup bei mir umgestellt. Also zumindest mein Heckflügel ist jetzt wieder bei auf 6. Ja, ist auch bei mir auch, aber das ist normal so. Ja, kannst du das Setup noch ändern, oder? Nein, das hängt wahrscheinlich mit dem Frontflügel wieder zusammen. Das auf magische Weise repariert wurde. Das ist das, was bei mir in Kanada auch passiert ist. Heckflügel war einfach auf 6 plötzlich. Aber der Rest müsste stimmen eigentlich. 7-1, 7-1, 5-5, ja. Das war bei mir nur der Heckflügel. Ach, gut, bei mir auch gleich. Ist jetzt kein Beinbruch. Ja, das kann aber sein, dass ich das auch habe. Bei mir wurde ja auch der Frontflügel gerade vorher von Bottas wegrasiert, ne? Das wäre natürlich echt scheiße. Scheiße, ich guck gleich mal, wenn ich an die Box fahre. Gut, das ist jetzt nicht so weit entfernt von dem, was ich sowieso fahre, aber... Naja. Ja, trotzdem ärgerlich, weil die Balance ja nicht mehr stimmt. Ja. Ich hab davon halt keine Ahnung. Sollte ich jetzt den Frontflügel hochstellen, oder? Ja, lass es. Du fährst L4. Ich würde sagen, fahr einfach und schau mal. Weil wenn du den letzten Sektor, wenn du in Q2... Was denn? Ach so! Wenn du in Q2... Das ist mir auch nicht aufgefallen erst. Du Arsch, Alter. Fährt er dir jetzt echt wieder hinterher? Ja. Jetzt hat er abgebremst. Ja, wenn er jetzt im Windschatten fährt, dann würde er eher
verlieren, weil dann müsst ihr in eine Kampflinie fahren. So, toi toi toi, Jungs, auf eine gute Runde für euch. Wow. Am Boxenausgang gedreht in die Mauer. Von Flügelschaden. Ja, also, ja, ich muss auch nicht. Du kannst die Runde ja zu Ende fahren, ist dann nachher sowieso wieder repariert. Weil meiner ist komplett ab. Rafe, hast du noch eine Schnelle, oder? Nein, du? Ja. Lass ich danach vorbei. Danke. Ja. Ui. Ui, nochmal schneller. Alter, im zweiten hast du gezaubert. Ja, wobei. Verbindung zu Steam verloren. Oh nein. Aber kannst du mich kurz einladen? Als. Ja, okay. Ich gehe online. Ich kann sowieso aus. Gut. Das kann schnell, schnell, dass ich wieder ins Auto komme. Das geht nicht als Kommentar, als Zuschauer an sich. Das muss einer, der mitfährt, machen. Also ja, der. Wir sehen wir auf keiner schnellen Runde. Ich kann's machen. Wie geht das? Escape drücken. Dann sollte bei Pausenmenü, glaube ich, Freunde einladen sein. Jo, hab's. Hast du schon. Zur Erklärung, Ray, ich wollte eine schnelle fahren, aber dann habe ich ja in der engen Passage einen Fehler gemacht. Ich habe mir gedacht, als du so gesagt hast, Gogi, hast du? Ja, okay. Ja. Ich gehe gerade auf, mach dich bereit. Direkt 2/13 liegen lassen. Wie kann ich jetzt das Steuer übernehmen? Du musst dich selbst auswählen im Zuschauermenü und dann kannst du Steuer übernehmen dann. Im Dropdown-Menü rechts oben ist es, glaube ich. Genau. Dann musst du dir selbst zuschauen und dann sollte das Steuer. Gut, danke. Ist meine KI jetzt von alleine an die Box gesprungen oder ist die rangefahren? Ich glaube, sie ist rangefahren, ich bin mir aber nicht sicher. Egal, ich bin in der Box. Alter, ihr zwei da vorne, ihr seid doch bekloppt. Gucken wir, ob dein Setup noch stimmt. Ey, meine Hände sind so am Schwitzen. Ja, stimmt noch. So. Maxi, die guckt jetzt jeder zu. Warum?
der einzige Mist, der auf der Strecke ist. Kannst du nachlegen, Sebastian? Ja. Ich versuche es. Ja, schade. Ray, wir sind nah beieinander. Och, Anton! Tausendstel. Oh. Nein! Oh je. Oh, diese Pit Crew. Ich will diese die Ferrari Pit Crew haben. Ja, geil. Ganz, ganz schlecht. Benny, willst du mich vorbeilassen? Dankeschön. Was auf der Schnellen? Nee, ich bin auch gerade rausgefahren. Deswegen habe ich gefragt, ob du mich vorbeilassen willst. Ja. Ich dachte, das wäre eine ironische Frage gewesen, weil ich dich... Nee, das war nur eine höfliche Bitte, sagen wir mal. Hättest du jetzt auch Nein sagen können, wäre auch okay gewesen. Nee, alles gut. Fahr mal ruhig. Irgendwer draußen? Ja, einige. Ja. Einige. Tatsächlich. Fünf Leute. Ja, noch einmal konzentrieren. Dann jetzt mal raus.
Och nö. Ich heul. Boogie? Hey. Alle fertig. Ui, los, Markus. Ja, vor der Festungspassage einfach Reifen stehen geblieben. Ah, shit. Frag mich nicht warum, ganz normal angebremst, auf einmal geht's geradeaus. Okay, ganz dickes GZ an Sebastian, alter ja. Verwalter, was für eine Zeit. GG. Ja, danke. Jo. Alien. Richtig die krass. Die Runde, die war... Überkrass. Ganz gut. Schon zu gut, sagt er. Nein, mein Delta war komischerweise weg, aber... Ja, bei mir auch. Das hat mich voll verwirrt zwischendurch. Einerseits geil, dass man es nicht hat, aber andererseits pusht es einen ja trotzdem manchmal. Er hat den Party-Modus angemacht, Mann. Das war's, genau. Das ist das Motormapping und nicht Erfahrung. Das ist nur das Motormapping. Also ich bin auf jeden Fall stark dafür, dass wir nächste Saison Q1, Q2, Q3 weglassen. Einfach direkt ein Qualifying fahren, weil dieses Q3, ey, das ist so ein elender Drecksfluch bei mir. Egal. Oder was soll ich gerade sagen? Ja, ja, nee, hintereinander klar. Das Q3 verkauft. Alter, ich wurde gerade von den beiden Toro Rossos komplett durchgebankt. Oh. Ja, Dave, du weißt ja, wie es später läuft. Ey, Ray, ich hab dich bezahlt, um den anderen Force India abzuschießen. Weggecrashed und jetzt... Ja, hab ich ja gemacht in Kanada, aber Googie, hast du nicht bezahlt. Du musst du nochmal neu machen jetzt. Oh, neue Cookie. Ich mach eingehakt. Und jetzt schieben die Toro Rossos. Cookie mit seiner natürlichen österreichischen Aggressivität. Ja. Die Liebe in Person. Cookie, du sollst kein Wreckfest spielen. Ach, ist das nicht Wreckfest? Ja, aber Mensch. Auf jeden Fall GG, Sebastian, sehr starke Runde. Ja, sehr stark. Starke Runde. Und ich würde sagen, ich fange an zu moven. Jo. Und Markus, Max, hier geht zusammen, habe ich gehört, oder? Ihr seid jetzt für heute ein Pärchen. Eieiei. Und Benny und Sebastian gestoppt. Dürfen sich auch mal beschnuppern. Genau. Jo, das machen wir doch, oder? Sicher. So, ich fange dann an zu moven. User was moved out of your channel. 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 Meine Aufnahme ist corrupted. Geil. User was moved out of your channel. You were moved. Hallo? Hallo. Ich habe leider große Kacke gebaut in Qualifying. Naja, es hat gereicht, um eine Zehntel vor mir zu sein. Ja, war halt die erste Runde. Die war gut. Ja. Aber ich konnte dann halt die schneller werdende Strecke nicht nutzen, weil ich mich in Kurve 1 verbremst habe. Dann habe ich gedacht, okay, ich probiere es wieder rauszuholen, habe mich in Kurve 2 glatt wieder verbremst und dann habe ich mir gedacht, jetzt bin ich eh eine halbe Sekunde hinten dran, brauche ich nichts mehr probieren. Ja, ich habe mich ein bisschen geärgert, weil bei dem Run, wo ich hinter Ray war, da war ich halt irritiert, dass ich in der Engpassage hinter ihm war. Und eigentlich hätte da schon was, da wäre noch was drin gewesen, aber ja... Da war ich halt höchst irritiert und bin dann nochmal in die Box gefahren. 7 oder 8 Zehntel hätte ich trotz der Problemchen geholt, aber dann die zweite Runde. Ja, weißt du, es ist halt Baku, ne? Ich glaube, hier hätte es wirklich geholfen, aber es wäre halt ein sehr hohes Risiko gewesen, in Q1 und Q2 auch schon richtig viele Hotlaps zu fahren. Weiß nicht. Aber wie gesagt, bei mir liegt es an mir selber. Ich gehe davon aus, dass ich die Pace von Sebastian auch hätte gehen können. Aber nachdem ich so verkackt habe in den ersten zwei Kurven, war der Zug auf jeden Fall schon abgefahren. Ja, weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich da hätte mitziehen können oder nicht. Ich glaube, bei mir hat eher das Bein viel zu sehr gezittert, so wie das Herz gepocht. Auch. Ich muss echt sagen... Ich hasse Qualifying. Ich hasse es mittlerweile auch. Und keine Ahnung. Das geht zu sehr auf den Nerven. Da ist mir das Rennen lieber. Ja. So, hier ist die Devise, viel Sprit mitnehmen, ne? Ja, schon. Ich denke, ja. 4 Runden extra? Boah, ich weiß es echt nicht. Das ist das Problem bei der McLaren-Saison, wenn du alle Sprintspar-Upgrades hast. Ich weiß ja nicht, 60 Kilo, sagen, 61 Kilo? Ja, ich würde fast schon sagen, 4,5 oder 4 Runden Sprit im Überschuss. Mhm. Ich nehme mal 61 Kilo mit jetzt. Ich nehme exakt 30 Runden mit, dann habe ich 0,2 Liter weniger als du wahrscheinlich. Ach, warte mal, ich gucke mal, ob mein Heckflügel... Nee, der hat es sich nicht verstellt. Ah, ich gucke mal bei mir auch. Mein Heckflügel ist auch gleich. Hast du am Diff bei dir gearbeitet, oder? Nicht während der Runde.
100 hast du, oder? Ja. Ah, Mann, ey, du bist auch echt Freak. Ja, und was für Flügel fährst du? Ich habe 1,5. 1,5. Haha. Tja. Ja, keine Ahnung. Mal gucken, ob der Sebastian heute wieder auf die Mediums geht. Wohl kaum. Weiß man nicht. Also Supersoft Soft ist hier doch wohl echt obvious. Weiß ich nicht. Das hätte ich von Suzuka auch gedacht. Außer wenn man einen krassen Undercut machen will. Der aber ist doch nur auf die Mediums gegangen, um dich zu covern, oder? Der hatte auch so schon vor, Supersoft Medium zu fahren, tatsächlich. Na gut, ja, selber schuld, ne? Ja, ja. Ich hatte gar nicht mitbekommen, dass du auf Softs gewechselt warst. Das hatte ich ja erst irgendwie eine Stunde, nachdem wir das bequatscht hatten, mitbekommen. Aber warum sollte ich auf die Medium? Ich bin einfach meine ganz normale Strategie durchgefahren. Runde 11 auf Softs war meine Strategie, die habe ich halt gemacht. Ich war dann halt nur mega irritiert, warum ich so viel langsamer war als du, aber ja, keine Ahnung. Ja, ich bin halt einfach meine normale Strategie. Was ist denn jetzt los? Das war's schon. Irgendwer ja, Leute, hat auf Start gedrückt. Dann danke fürs Einschalten. Lasst ein Däumchen nach oben da. Bis demnächst. Tschüss.